Kang Ho-sun wurde am 10. Oktober 1969 in Südkorea geboren. Er war professioneller Sportmasseur. Er war auch mehrfach wegen Vergewaltigung vorbestraft. Er war verheiratet, doch seine Frau verstarb im Jahr 2005 zusammen mit ihrer Mutter bei einem verdächtigen Wohnungsbrand. Kang Ho-sun stand unter Verdacht, dieses Feuer selbst gelegt zu haben. Er erhielt eine hohe Versicherungssumme. Noch im selben Jahr soll er eine 45- bis 48-jährige Karaoke-Angestellte ermordet haben. Beim Alter des Opfers waren sich die Quellen sehr uneinig. Im Jahr 2007 folgten 3 Morde, darunter eine 48-jährige und eine 21-jährige Studentin. Im Jahr 2009 wurde er schließlich verhaftet und er gestand, ohne zu zögern, 8 Morde begangen zu haben. Es wurden schließlich noch weitere Opfer gefunden, welche die Geständnisse des Mörders stützten. Er hatte seine Opfer vorzugsweise mit ihren eigenen Strumpfhosen erdrosselt. Am 22. April 2009 verurteilte ein Gericht ihn zum Tode. Da die Todesstrafe aber bereits seit 1997 nicht mehr vollstreckt wird, befindet er sich weiterhin in Haft. Die Bevölkerung kritisiert zum Teil, dass aufgrund der Gesetze zum Persönlichkeits- und Menschenrechts keine Bilder des Täters herausgegeben wurden.